Hallo Leute, es geht weiter. Verschlossen und eingekehrter Kerkert im Maya-Tempel von Dracula, die tödliche Liebe. Ich habe mir gerade gedacht, Mensch, bevor wir hier versuchen rauszukommen, weil das Spiel bestimmt bald endet, sollten wir wieder uns weiterlesen, hier im Buch der Toten. Und nehmen als nächstes Diego de Nicuesa. 1450 bis 1511, es sei denn, ich habe ihn schon vorgelesen, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich werde es jetzt einfach nochmal tun. Vor seinem Beitritt in den Orden war Diego de Nicuesa ein spanischer Conquistador unter der Führung von General Pizarro, dem Schrecklichen. Nach seiner Rückkehr nach Europa entschied er sich, seine Militärkarriere aufzugeben, da er ein kleines Vermögen in Zentralamerika angehäuft hatte und wollte sich verdient zur Ruhe setzen. In den ersten Wochen nach seiner Rückkehr verbrachte Diego Tage damit, einen Kristallschädel zu studieren, den er aus der neuen Welt mitgebracht hat. Eines Nachts im Schein des Vollmonds brachen Diebe leise in sein Haus ein und stahlen den Schädel. Dann brachten sie Diegos gesamte Familie grundlos vor seinen Augen um und verschwanden in die Nacht. Na Mensch. Vlad der Drache kontaktierte den Spanier und erklärte, dass die Mörder Vampire waren und dass er und seine Kameraden diese bekämpften. Diego, der nach Rache dürstete, flehte Vlad an, ihn als Ritter in den Orden aufzunehmen. Er akzeptierte. Ein paar Jahre nach Vlads Tod verließ Diego den Orden. Ernüchtert von dem Erfolgkrieg, der die Ritter gefangen nahm, Gerüchten zufolge kehrte er für den Rest seines Lebens nach Amerika zurück. Das also zu Diego, der Arme. Und jetzt können wir uns diesen Rätseln hier machen. Nur ich habe eine Platte nur. Wo kriege ich die andere her? Dieses Klingeln in meinem Kopf. Dort befindet sich etwas. Meine Sünde täuschen mich nie. Klingeln? Ein Klingeln in seinem Kopf? Vampirische Sicht? Ja. Oh, es klingelt in meinem Kopf. Da ist etwas. Teil des Schildes? Ja, aber wir brauchen die andere Sonnenscheibe. Was mache ich jetzt, wenn ich die andere nicht gefunden habe? Oder ist die hier noch irgendwo... Schrift, geh weg, weil wenn ich da oben irgendwas finden muss, dann bist du im Weg. Ach so, das kann ich machen? Stimmt. Ja, klar. Da kriege ich ja hier bestimmt die andere Sonnenscheibe, wenn ich das mache. Okay, das soll ein Bild werden. Alles klar. Welches Bild wohl? Die Fledermaus? Die Fledermaus ist hier aber nicht. Dann eher doch die Echse. Die Echse ist jedenfalls immer da. Aber wen interessiert eine Echse? Ein Tiger hätten wir sonst auch noch? Nehmen wir mal erstmal die Echse. Keine Ahnung. Sowas ist schön. Da brauchen wir einfach nur klicken und warten. Tada! Echse fertig. Bravo gewonnen. Wuhu! Oh, jetzt... Ach, das... gut. Alles klar. The corruption is spreading across the city. We must hurry. Return to the tomb. Ja, aber Helsing, hinter dir! Hinter dir! No, wait. The Queen's minion is still here. I want to see fear in her eyes when I plant my fangs into her neck. Yes, Master. Make them regret having tried trapping Ikar in the tomb. You? But how? Wie? Was hast du denn gedacht? You are not actually able to stop the Prince of Darkness, are you? At best, you can but delay the end. I love this mix of naivety and arrogance among women. Come. Come enjoy the kiss of the vampire. Oh, Dracula steht da drauf. Clever Dracula, you've beaten me. I will die, but only after I kill you. Hier ist ja auch noch was, was wir trinken können. Jetzt muss ich wieder so eine Entscheidung fällen. Warum? Will ich das? Will ich nicht? Oh ja. Ditch ich hier mal überall gegen. Der schlaue Dracula. Ja, gewonnen. Stop now. You will ruin her life.
she will become a vampire. Shut up! Master is hungry! Master needs power! Möchtest du ihr Blut trinken und sie jetzt in eine Vampirin verwandeln? Deine Entscheidung wird Konsequenzen nach sich ziehen. Natürlich wird sie das. Einfach aus dem Grund, weil ich ganz genau mir schon denken kann, dass am Ende irgendwie alle dann dastehen und nochmal gegen uns kämpfen oder irgend so ein Scheiß. Und ich dann mir in den Hintern beiße, dass ich die alle irgendwie zu Vampiren gemacht habe. Darauf wird's hinauslaufen. Was hatten wir das letzte Mal entschieden? Ich glaube, da hatten wir gesagt, wir machen sie, ne? Da haben wir sie gemacht. Eigentlich müssten wir sie dann nach dem Schema wieder nicht machen. Aber er ist ja voll scharf drauf, sie zu verwandeln, ne? Er will das ja. Also machen wir das auch. Oder? Nee. Doch, nee. Wir haben das letzte Mal ja gesagt, also müssten wir jetzt nein sagen. Das sind dann schon drei Frauen, die wir zu Vampirinnen gemacht haben. Oder Vamps. Und zwei? Oder nur eine nicht, oder? Also ist ja vom Durchschnitt, haben wir ja die meisten nicht so. Weil ich ja immer hoffe, dass wir dann so unterm Strich noch gut wegkommen, wenn wir nicht alle zu Vampiren gemacht haben. Er will sie aber bestrafen. Komm, bestraf sie. Nein, ich habe bereits gespeist. Ja, das tut mir leid. Weg ist sie auch. Husch, husch. Wir kriegen natürlich hier auch überall Blut. Und ein Wimmelbild. Sehr schön. Oh nein, ich habe meinen Timer gar nicht angemacht. Ich vergesse das immer. Flasche. 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 Fall? Wie Fall? Und Fisch. Was ist denn ein Fall? Blume, Handschuh, Leguan. Vorhängeschloss, Lupe, Sechseck. Das ist keine Lupe. Ach, da ist die Lupe. Vorhängeschloss hatte ich doch auch schon gesehen. Austerzange, Hobel. Oh, kommt mir nicht immer mit eurem Handwerkszeug. Ich bin da so schlecht drin. Schlange soll ich auch finden. Die hatte ich doch auch schon. Wo ist sie denn? Wisst ihr das nicht? Austerzange, Hobel wollte ich eigentlich. Austerzange. Das ist da. Da ist die Schlange. Wenn das Licht da so drüber hinweg schimmert, kann ich gar nichts erkennen. Was ist damit? Wo ist die Zange? Ratte und Band. Band ist ja auch gemein in dem Gewusel hier. Ist das das... Nee, das ist ja eher so ein Strick oder ein Seil. Was ist mit Fall und was ist noch mit Fisch? Probier einfach mal jetzt rum, weil ich auch die Zange nicht finde und weil ich nicht weiß, was im Fall ist. Das Band. Immerhin schon mal wieder einer weniger. Das ist so eine Falle. Schaufel, Knochen, Uhr. Ich sehe keine Zange. Und er ist hier gefallen. Das Skelett ist gefallen. Das ist der Fall. Fall. Das ist der Fisch. Den Hobel könnte ich auch noch finden. Da ist die Zange. Hobel und Fall. Da darfst du mir jetzt mal helfen. Das ist ein Fall? Das ist ein Fall. Okay, suchen wir noch den Hobel. Irgend so ein Werkzeug halt. Mit dem man Dinge hochhobeln kann. Hebeln.
Weiß ich nicht. Das ist ein Hobel? Das war ein Flugzeug. Ein Sechseck. Na klar. Aber keine Sonne. Was ist mit der Schlange? Kann ich die Tierform? Die Schlange, Meister. Sieh nur die Größe. Sie ist riesig. Ja. Also eher Stärke? Hm. Weiß ich nicht. Telekinese? Was weiß ich? Was haben wir hier noch? Teil des Schildes. Steckt fest. Etwas Stärke wäre nützlich. Die haben wir. Die haben wir? Wie kriege ich denn die Schlange weg? Helsing sagt doch auch mal was. Ja, also es muss ja irgendwie... Ich probiere jetzt einfach mal alles durch. Nix geht. Was war jetzt mit der Telekinese? Da kommt nämlich immer kein Geräusch von der Schlange. Ja, dann weiß auch nicht. Gehen wir erstmal wieder zurück. We have no advantage over the corruption. It spreads by the minute. And its power grows too. Look at the speed with which it has invaded the jungle and the channel. Mensch, das geht natürlich gar nicht. Alles wieder durcheinander hier. So, unter dem Lastwagen steckt etwas fest. Stärke. Zack, wieder so ein Teil. Sack mit Pfeffer. So, wo soll ich noch ein paar Kräfte anwenden? Die Kraft des Verderbens der Königin ist unglaublich. Sie trug die Klippe ab und behielt ein Höhlensystem bei. Ich könnte es in Fledermausform erkunden. Tada! Tun wir das doch einfach mal. Tun wir das doch einfach mal. So, was soll ich jetzt hier wieder machen? Folge dem hervorgehobenen Sechseckpfad, bis du den markierten Stein erreichst und ohne Sechsecke zu überspringen. Du hast eine begrenzte Anzahl Spielzüge. Sie werden unten angezeigt. Okay, muss ich erstmal ein bisschen ausprobieren wieder. Wo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da! Oder was? Sollte ich nicht hier hin? Wo soll ich denn hin? Soll ich von hier losgehen? Nö, es geht hier los. Hm? Ohne Sechsecke zu überspringen. 1, 2... 3, 4, was? 1, 2. Und das ist ja nicht richtig. Jetzt habe ich, weil ich die übersprungen habe, oder was? Ehe. Und dann bleiben noch zwei übrig. Das sind ja wohl dann die beiden. Okay, also einfach nur entlang gehen. Jetzt habe ich 20 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Was jetzt? 14? Fange ich an? Da. Wie mache ich das jetzt? Wie soll das gehen? 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Das geht nicht, okay. Okay. Halbzeit. Ja, ich probiere noch so ein bisschen rum. So richtig mitdenken tue ich noch nicht.
Das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern, je nach Schwierigkeitsgrad. Wie viele Runden muss ich denn hier machen, verdammt? Oh Gott. Es ist ja schon erledigt wieder, ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das war total doof. Das, komm, ich muss das jetzt kaputt machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Warum reicht das nicht aus? Ach shit. Mann. Okay. Und wie komme ich denn da am Ende hoch? Irgendwie klicke ich auch immer so ein bisschen mit auf beide, ne? Ich will das gar nicht. Ich klicke eigentlich ganz bewusst nur auf den einen. Habe aber das Gefühl, er markiert die anderen und deswegen zählt das auch nicht richtig so, wie ich es mir denke. So wie jetzt hier. Ja, ist gut. Verklick dich mal und ich will das mal immer neu starten können. Das nervt total, dass ich hier jetzt immer den hier machen muss, damit ich von vorn anfangen kann. Ja, du sollst nicht alles markieren. Du sollst nur den markieren. Der hat doch jetzt die anderen auch markiert, oder nicht? Oder bin ich doof? Das wird doch schon wieder nix. Ja, ist auch kein Wunder, wenn der hier immer alles, ja, markier alles, komm. Alle 5 Stück auf einmal. Bescheuert. Hallo? Hallo? Ist doch behindert. Was soll ich denn jetzt nehmen? Gar nichts? Alle? Markier dich zurück, Mann. Rattle ich nicht gerade. Ich rall's nicht, was der hier macht. Also das Spiel foppt mich hier gerade so ein bisschen. Was soll der Scheiß? So kann ich nicht arbeiten. Hier, ich bin da. Hast du's dann? Wie viel denn noch? Ach so, jetzt fange ich schon wieder von vorne an in die Runde. Scheiße. Ich wollte ja von vorne anfangen. Entschuldigung, jetzt musste ich gerade mal eben meine Katze zurechtweisen. Ich habe immer ein bisschen Schiss, dass die Blödsinn macht. So, wo war ich? Ach ja, bei den nervigen Markierungen. Zurücksetzen, ach hier, der Button ist dafür da, das ist gut. Ich kann ja nur hier anfangen, ich kann ja nicht nach unten. Eins. Und braun heißt, ich habe es ja schon, ich habe es gemacht. Okay, eins. 2, 3. Warum hat er aber hier den jetzt braun gemacht? Ich bin hier hingegangen. Das ist so. 4. Der soll den jetzt nehmen. Der hat jetzt alle 3 auf einmal genommen. Das ist doch merkwürdig. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hat er wieder irgendeinen Scheiß gemacht.
Das wollte ich zum Beispiel nicht. Jetzt ist es schon wieder kaputt. Das ist schon wieder vorbei jetzt. Mach das jetzt. Oh, na endlich. Glückwunsch, gewonnen. Noch eine Runde. Jetzt muss ich aber mal eben gucken, wie lange ich schon aufnehme. Bis gleich. Okay, so 2-3 Minuten haben wir noch, weil ich überziehe ja schon meistens immer meine Parts, so von 20 auf 25 Minuten, obwohl das schon immer echt lang ist. Aber ich finde das jetzt mal nicht so schlimm und gehe jetzt einfach hier den Scheiß entlang. So wie gerade eben. Ohne zählen, einfach machen. Jan, warum hat er das jetzt nicht gemacht? Gehe ich jetzt wieder zurück? Das stört mich. Und das funktioniert nicht. Jetzt muss ich wieder zurück und hab das übersprungen. Das ist kaputt. Alles kaputt. Ja, komm. Habe ich einen Schritt mehr jetzt dann dafür im Petto oder? Muss ich hier und jetzt zurückgehen. Ist auch toll. Oder halt hier zurückgehen. Ist auch blöd. Krieg den Dreh nicht raus, wie man das machen soll, ohne überspringen. Hm. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Wie macht man das, dass man das nicht überspringt? Kapiere ich nicht. Ich weiß schon alleine nicht hier oben immer, wie man das machen soll. Ja, auch nicht hier unten lang gehen und dann komme ich ja auch an denen wieder vorbei. Das ist doch komisch. Wenn ich hier so eine Runde drehe, dann komme ich doch hier auch wieder vorbei. Hm. Das ist so doof. Ich
fühle mich gerade so doof. Nee, ich mache immer so viel doppelt und das ist schon total falsch. Aber ich weiß auch nicht, wie man das macht, bin ich ehrlich. Und ich finde das Spiel langsam auch doof. Mach das jetzt. Ja, gar nicht alle doppelt gemacht. Das, ja, ich sehe es ja ein. Es ist der falsche Ansatz. Aber ich muss erstens hier anfangen und ja. Wie soll man das machen? Ich... Ich steig da nicht hinter. Sorry. Weiß ich nicht. Es gibt da bestimmt einen ganz tollen Trick, den ich nicht check. Wie, den habe ich noch nicht gemacht gehabt? Scheiße, ich habe schon wieder viel zu lange überzogen. Jetzt muss ich schon wieder zwei Parts draus machen, glaube ich. Oder ich mache hier jetzt einfach schnell einen Cut und sage, tut mir leid, ich habe das Rätsel noch nicht geschafft. Bis zum nächsten Mal.